Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Platin. Ja, ich habe umgestellt Uhrzeit und so auf 7:08 Uhr. Denn wir wollen jetzt unser 6. Teammitglied fangen. Und dafür muss ich leider vom Fahrrad absteigen. Und dann schauen wir mal, ob wir dich finden. Denn das neue Teammitglied ist nur morgens erreichbar. Unter dieser Nummer. Nein, du bist nicht mein gewünschtes Teammitglied. Tierpeise. Siehst aus wie ein Käfer-Pokémon. Ist das ein Käfer-Pokémon? Pokédex, Sensengeist, sag mir, ob es ein Käfer-Pokémon ist. Gut, dann suchen wir direkt weiter. Und hier halten wir Parasek. Boah, ich weiß, dass man mit ihm in einem Regenteam mit Überreste und Egelsamen ein ziemlich böses Pokémon hat, aber nein. Du bist kein Flug-Pokémon. Weiter geht's. Durchsuchen wir weiter dieses Gras hier. Und durchsuchen, und durchsuchen. Und wir erhalten... Nein, Buradame ist ein interessantes Pokémon, da es mehrere Typen annehmen kann. Aber... Nein. Weiter geht's. Immer in diesem Gras hin und her. Und der Part nenne ich... Hin und her. Hin. Sichlor, du bist auch Flug. Du bist eigentlich ein cooles Flug-Pokémon. Dummerweise ist deine Entwicklung nicht mehr Flug. Und somit bist du unnütz. Ach. Wehe, du tust Maskerade weh. Blödes Sichlor. Ich finde Sichlor ist ein cooles Pokémon. Hat das irgendwas drin, was verhindert, dass ich weglaufen kann? Weil da steht jetzt ein Flug gescheitert, nicht Flucht unmöglich. Und da ist ein kleiner Unterschied zwischen... Nicht wahr? Sichlor! Danke, Sichlor, dass ich gehen durfte. Weiter geht's auf der Suche nach dem 6. Teammitglied. Jemine. Da bist du ja! Es ist weiblich. Na toll. Also, hallo, Tropius. Weiblich. Ich brauche einen Namen für dich. Auf jeden Fall wechseln wir das Pokémon zu... Ja, zu wem? Es ist Pflanze Flug. Pascal wäre dumm. Ben würde ein bisschen viel Schaden machen. Also. Ja, somit ist es dann das nächste Teammitglied mit einer Vierfachschwäche. Pascal gegen Donner und Tropius setzt Wirbelwind ein. Yay! Scheiße! Hab ich vergessen. Ich cutte gleich bis zum nächsten Tropius. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tropius erscheint, ist leider etwas gering. Da bist du ja wieder. Wie geht's? Ich werfe vielleicht direkt ein Pokéball nach dir, wenn es sein muss. Habe ich irgendein Pokémon mit Stati-Veränderung? Bericht. Attacken. No. Attacken. No. Du eigentlich auch nicht. Weil genau, ich setze eine Eisattacke gegen den einen. Dann ist er sofort tot. Nein. Und Tali eigentlich auch nicht, ne? Nee. Ich bräuchte sowas. Ich werfe einfach einen Ball danach. Also dann... Ich habe vergessen einzukaufen. Okay. Dann sehen wir uns wohl gleich nach einem Cut wieder. Ach ja, ich bin der größte Fail der Woche oder so. Oder Tropius. Tropius will mitkommen. Nein, wie schön. Ich habe einen Ball danach geworfen. Es bleibt drin. Tropius. Yay! Okay, Pflanzenflug ist immer dieselbe Art köstlicher Früchte. Mittlerweile wachsen sie sogar aus seinem bzw. ihrem Hals. Ja, Banane! Wie nenne ich dich? Ja, wie nenne ich dich? Weibliches Tropius. Hä? Ich habe keine Ahnung, ich nenne dich jetzt aus Kreativitätslessgründen. Oh, Selma. Ich weiß nicht, ob das guckt. Ich glaube nicht, aber ich nenne es trotzdem so. Ich brauche noch einen Namen für meinen Tropius. Ich will meinen Tropius angucken gehen. Tropius! Schnell aufs Fahrrad. Aufs Fahrrad. Tropius! Ja, Tropi! Tropi! Tropi, Tropi, Tropi. Da. Ach ja, Tropius. Da steht ein Pikachu. Ah! Oh, dieses Pokémon verfolgt mich.
Nein, nicht ablegen. Ich möchte Pokémon bewegen, bitte. Ja. Da. Tropius! Hallo Selma, du bist locker, magst, hasst Niederlagen und mag saures Essen. Chlorophyll, steigt Initiative bei Sonnenschein. Da sollte ich Glurak vielleicht Sonnentag beibringen. Na, oder auch nicht. Wirbelwind, Zauberblatt, Body Slam und Synthese. Hab ich meine Liste hier irgendwo? Da hinten! Na toll. Ich glaube aber, Body Slam lasse ich auf jeden Fall drin und Synthese klingt auch erstmal gut. Ja, cool, schön. Ja, okay. Gut. Dann. Weiß ich aber nicht. Ob ich irgendwen gegen dich nicht austauschen kann, ich möchte dich erstmal mitnehmen. Wobei, du bist 41, du brauchst kein Training. Tali, du wirst erstmal abgelegt. Und zwar in die Teambox 2. So. Das hier ist ja nur die Müllbox und... Ja, gut. Hallo, Tropius. Gut. Ja, die drei Manfaxo waren einfach für die Überreste. Juhu. Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon waren wieder fit. Ja, wir benötigen deine Pokémon. Okay, ich nehme den Pokémon, wenn ihr meine Obhut. Da-dam. Da-di-da-di-dam. Vielleicht ist Maskerade auch einfach nur mein Glücksbringer. Maskerade. Möchte dieses Pikachu da kämpfen? Pipa, Pokémon. Ich träume davon, mehr wie ein Pikachu zu sein. Bitte kämpf gegen mich. Pikachu. Da stand ein Pikachu. Das wird noch ein Running Gag in diesem Spiel. Okay, du hast Pichu, Pikachu, Raichu sehr wahrscheinlich, ne? Gut, dann... Wir haben immer noch kein vernünftiges... Aber wir können mit Finte zuschlagen. Es wird dringend Zeit, dass sie eine Bodenattacke lernen. Dummerweise lernt sie keine Bodenattacken von alleine. Und nun mit einem Abschlag schlagen wir dieses Pichu zu Tode. To. Ach ja, ah. Scheiße. Scheiß Statik. Ah. Und jetzt haben wir noch ein Pikachu. Ich frag mich, ob das denselben Move-Tool hat wie das andere Pikachu. Dass es uns gar keinen Schaden machen kann. Auf jeden Fall. Ach, nicht Abschlag. Na, ah, egal. Vielleicht hat's ja ein Item bei. Unwahrscheinlich, aber okay. Finte. gut, es kann wirklich nur Offenlegung und sehr wahrscheinlich wohl Agilität und wohl zwei Donnerattacken. Entschuldigung, Elektroattacken. Gegen die nun mal Maskerade immun ist. Und wenn sie nicht gerade paralysiert wäre. Oh, es kann Slam. Wow, es kann einen Angriff, der Maskerade unter Umständen Schaden macht. Wow. Dummerweise kam es ein bisschen zu spät, denn du bist schon tot, Pikachu. Pikachu. Gut, Pikachu ist tot und wir heilen uns ja ein gutes Stück auf. Und nun kommt das zweite Pikachu. Gut, gegen einen Pikachu habe ich nichts, solange es kein Raichu ist. Vielleicht ist es ja das Pikachu aus Gelb und wollte nicht sich entwickeln oder so. Wir kennen ja gegebenenfalls die Geschichte von Pikachu, hoffentlich. Oder so. Wenn nicht, ist auch egal. Gehört nicht zur Allgemeinbildung. So, wir heilen uns weiter auf. Ja, sind fast fertig aufgeladen. Jetzt kommt nochmal eine Offenlegung, die sowieso nichts bringt. Und eine Finte und dieses Pikachu ist weg. Ja, das war ein einfaches Pikachu-Kampf. Ein bisschen Training für die liebe Maskerade. Yay! Der Recht, endlich Level 30! Da. Jo, und Pokémon-Kind Hannelore Pikachu wurde besiegt. Oh, das klappt noch nicht so überzeugend mit einer Identität als Pokémon. Ich sollte mich in der Pokémon-Pension abgeben und da aufgezogen werden. Genau, gebe ich in der Pension ab. Ich würde gerne mein Pokémon abgeben. Ja, plupp, hier bin ich. Ich meine Pikachu. Gut, dann haben wir diesen Mädchen dabei geholfen, herauszufinden, dass sie kein Pikachu ist, aber ein Pikachu sein will. Überzeugend wirkt sie auf mich ja, wenn ich hier so rumstehe und dann Pikachu sehe. Gut, und als nächstes, ja, worum geht's? Wir bräuchten mal eine Karte. Nein, nicht Pokémon. Wobei, ich tu mal... Ich will dich mal vorne haben. So, dann kommt Maskerade. Du tauschst jetzt erstmal noch mit ihr. Gut, so, dann... Beutel.
Karte. So, wo könnten wir denn hin? Da ist eine kleine Stadt namens Eliasis. Schleide klingt auch schön. Oder nach Weideburg. Ja, wo geht's eigentlich als nächstes hin? Ich weiß, dass es als nächstes erstmal in die Trostruinen gibt. Da gibt's nämlich eine VM, für die ich die liebe Selma brauche. Die habe ich nämlich für diese nutzlose VM ausgesucht. Bis dann zur Liga oder bis zum Ende. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall geht's jetzt hier in die Trostruinen. Glaube ich. Sind das die Trostruinen? An diesem Ort ruhen die Geister. Bitte sei leise und zeige kurz. Hallo? Dies ist der Turm der Ruhenden. Um ihn herrscht ein dichter Nebel, der immer dichter wird, je höher du in den Turm steigst. Wenn du die versteckte Maschine in Auflockern besitzt, wirst du hier verloren. Geh also nicht... Okay, das ist nicht die Ruine, wo wir Auflockern finden. Oh, Palim. Noch Selma, schau dir dieses Palim an. Selma. Gut, und nun haben wir wieder ab. Oh, oder auch nicht. Palim. Pff, Bodycheck. Na gut, dieses Palim möchte gerne, dass wir fliehen. Gut. dann... Nein, nicht nach oben! Nein! Das war ein Item, aber nein! Nein! So, gut. Wir brauchen die Trostruinen. Wo sind die Trostruinen? Trostruinen? Trostruinen! Trostruinen? Sind da unten? Ah, das ist ein Item. Baum sieht aus, als könnte man ihn zerschneiden. Möchtest du Zerschneider einsetzen? Vor allem gesetzt Zerschneider ein. Okay. Die muss ich auch noch trainieren. Die muss nämlich auch noch zu einem Bidifass werden. Damit sie später ein paar VMs mehr lernen kann. Stahlflügel, als hätten wir den nicht schon. Egal, nehmen wir nochmal mit. Da sah, möchtest du nochmal Stahlflügel lernen? Aber wo geht's denn hier? Zu den Trostruinen. Trostu? Dann fahren wir einmal. Trostu. Noch mehr Trostu, immer mehr Trostu. Wo geht's denn dahin? Wer wohnt denn hier? Wer wohnt da? Wer wohnt an so einem Ort? Na gut, hier haben wir noch ein Haus. Hallo? Hallo? Du kannst Pokébälle dekorieren und Sticker an ihn befestigen. Oh ja, du hast keinen Stickerkoffer, bitte. Ja, genau. Wow. Ein fester Stickerkopf. Noch ein paar Sticker. Lass mich erklären, wie es mit den Stickern funktioniert. Einmal brauchst du Zugang zu einem PC. Bildest du erst dein PC, dann Pokébälle. Aha. Okay. Geht klar. Das probieren wir gleich immer mal aus, weil ausprobieren und so. Aber erstmal möchte ich da nochmal hoch. Oder wir gehen erstmal zum Pokémon Center, probieren die Sticker aus. Ich will gucken, was das ist. Ich will einfach alles entdecken. Alles. So wie ich mit Maskerade von einem Pokémon-Wettbewerb teilnehmen werde. Nein. Das war zu viel. Kloppe. Pokémon vergleichen? Okay. Wo ist... Ah, da war's doch. Nein! Okay, das ist heute PC-Fail mit mir! So, bei Kapsel. Wähle eine Kapsel. Bearbeiten. Hey, ein Herz! Ich hasse Herzen. Nimm mal eine Note. Okay. Und jetzt? Ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich habe einfach einen Sticker draufgeklebt. Yay, ich habe einen Sticker draufgeklebt. Bescheuerte Funktionen sind bescheuert und so, ne? Kann mir die Karte eigentlich sagen, wo es hingeht? Karte? Weißt du, wo die Trostruinen sind? Nee, das weißt du auch nicht, ne? Auf jeden Fall ist Trostu eine recht langgezogene Stadt, weil es hier rechts weitergeht. Da ist noch ein Haus. Das will noch erkundet werden. Was hast du? Noch mehr Sticker? Hallo? Das Wesen des Pokémon ist locker. Wusstest du, dass ein Wesen des Pokémon... Okay. In diesem Gebiet ja früher altertümliche Pokémon. Es wurden sogar regelrechte hohe Gras konnte man sich verstecken. Ja, da habe ich zum Beispiel einen Tropius gefunden. Danke für diese nichtsaussagenden Informationen. Hör, will ich denn nur das Item haben? Njau. Schnell einmal rum. Ah, das sieht doch sehr ruinig da aus. Ruine oder? Ich will da rein.
Reiner! Okay. Ich kann keinen Ignottitisch. Ah doch, oben rechts. Unten links. Oben rechts. Oben links. Unten links. Und das konnte sich jetzt wer merken? Ich nicht. Dafür ist mein Gedächtnis zu kurz. Ja, Trostoruinen, ne? Vor allem auflockern und so. Im nächsten Part. Wenn ich dann mal Stift und Papier hier liegen hab. Ja, wenn wir eigentlich noch ein wildes Inkognito treffen. Ich gehe mal hier oben rechts runter. Ich will ein Inkognito treffen. Gibt's Inkognitos? Inkognis! 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 Okay, kein Inkognis da. Ich mag Inkognito, aber Unknown ist gerade Unknown und so, ne? Gut. Oh gut, den unten Trainer, den Kampf machen wir noch. Auch wenn das 20-Minuten-Part wird. Ey, das ist kein. Mir wurde gesagt, das Versteck Maschine Aufnahme findet sich hier irgendwo in den Ruinen. Ich suche jetzt eine Weile, aber hier steht alles gleich aus. Ich habe mich verlaufen, weil hier hilft mir jemand. Ah, du! Oh ja, doch. Ein Inkognito. Ein Inkognito? Ein Inkognito? Ein Inkognito? Ein Inkognito F. Das ist doch ein F. Oder ist das R? Aber ich glaube, es ist das F. Thema. Gut. Zauberblatt. Zeig mal, was du kannst, Selma. Ich habe immer die Angewohnheit zu pusten, wenn ich diese Angriffe sehe. Ah, ich guck nicht doch. Gibt keine Erfahrungspunkte mehr für die Selma. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Und beschäftigen uns damit im nächsten Part, die VM für Selma zu holen. Mit Selma. Bis dann und ciao.